Weitere Sanktionen gegen Russland und mehr Geld für die Ukraine. Unter anderem darum geht es heute in Luxemburg, wo sich die Außenminister der EU-Staaten treffen. Nach dem hitzigen Streit beim Außenrat Ende Mai hatte Ungarn die Militärhilfen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro blockiert. Das Problem soll jetzt gelöst werden. Bei einem strittigen Thema gibt es Bewegung bei den Außenministern. In Luxemburg könnte der Weg freigemacht werden, damit die Ukraine frisches Geld für dringend benötigte Rüstungskäufe erhält. Es geht um Zinserträge auf eingefrorene russische Zentralbankgelder, deren Verwendung Ungarn blockiert. Die ersten Gelder werden schon in der kommenden Woche fließen, also Ende Juli. Eine weitere Tranche einige Monate später. Die Gelder können nicht gestoppt werden. Wir haben ein legales Verfahren gefunden, das jede Blockade verhindert. Vorsichtiger äußert sich die deutsche Außenministerin. Baerbock betont, dass man weitere Gelder für die Ukraine benötigt, für Rüstungskäufe und den Wiederaufbau, aber nicht an Ungarn vorbei, sondern gemeinsam mit der ungarischen Ratspräsidentschaft. Und deswegen ist der weitere Schritt essentiell. Wir können diese Schritte gemeinsam in der Union beschließen, wie wir das in den letzten 2 Jahren auch immer getan haben. Und da braucht es alles, auch die entsprechende Ratspräsidentschaft. Die Außenminister haben außerdem das 14. Sanktionspaket beschlossen, das auch russische Geschäfte mit Flüssiggas einschränken soll. Dabei wird wichtigen europäischen Häfen die Verschiffung von russischem LNG-Gas in Drittstaaten verboten. Es handelt sich dabei aber nicht um ein komplettes Importverbot wie bei russischem Öl und russischer Kohle.